bezüglich der Unreinheit, eine Sache, die in der Schöpfung unrein ist, kann nicht mehr reingemacht werden. Wenn es zum Beispiel Tiere gibt, die unrein sind, kann man diese nicht mehr reinmachen. Alles, was unrein ist, bleibt auch so, mit Ausnahme des Menschen. Ein Jude kann sich selbst wieder reinigen, selbst wenn man die unreinste Person auf der Welt ist. Selbst wenn man so war wie Menashe. Menashe war ein sehr böser jüdischer König, der zu einem Heiligen wurde. Aber er hatte eine sehr schwierige Teshuva und eine sehr schmerzhafte Teshuva. Ungeachtet dessen hat er Teshuva gemacht, sagt die Gemara. Er begann jede Sünde, die es gibt. Töten, stehlen, vergewaltigen, Inzest, alles. Er hat seinen eigenen Großvater umgebracht, den Propheten Jeschaja, und er hat ihn in Stücke geschnitten. Er hat viele umgebracht, aber am Ende hat er Teshuva gemacht, nachdem ihm Gott eine letzte Chance gegeben hat. Nämlich als er von ein paar kannibalistischen Nichtjuden gekocht wurde. Sie haben ihn in einen riesigen Topf gestellt und haben angefangen ihn zu kochen. Menashe fing an, seine Götzen anzubeten. Götten. Zu Götze A, Götze B, der Sonne, dem Mond, nichts passiert. Er hat alles versucht, nichts hat geholfen. Endlich ist er auf Gott gekommen. Er sagte, Hashem, wenn du echt bist, wirst du mich jetzt retten und ich werde dann Teshuva machen. Guck ihn dir an. Nicht nur, dass er jede einzelne Sünde unter der Sonne begangen hat, er hat viele Tzadikim getötet, sondern er betet auch noch zu Götzen, bevor er zu Gott betet. Und dann sagt er noch so etwas. Also ich werde nur Teshuva machen, wenn du mich rettest. Das zeigt uns, wie sehr Hashem seine Kinder liebt. Er weiß, wie dumm wir manchmal sind. Wir sagen auch manchmal, Hashem, ich werde nur Teshuva machen, wenn du mir hilfst. Gott kennt unser Herz und er wusste, dass es Menashe ernsthaft meinte. Nicht nur, dass er ihn dann rettete, sondern er rettete ihn auch auf eine wundersame Weise. Als er in diesem Topf gekocht wurde, ist der Topf in die Luft geflogen und von da an nonstop nach Jerusalem. Und ab diesem Moment wusste Menashe, dass Hashem der einzig wahre Gott ist und er hat Teshuva gemacht. Jedoch wurde diese erst akzeptiert, als der ganze Götzendienst, den er in die Welt gebracht hatte, entfernt wurde. Von hier können wir sehen, dass sich eine Person so sehr verändern kann, von dem Unreinsten überhaupt zu einem komplett Reinen, dass wir diese Person in einem Shiur erwähnen, dass man diese Person im Tanach erwähnt, dass sie in der Gemara erwähnt wird, dass wir von ihm lernen. Das ist das Potenzial eines menschlichen Wesens, nämlich wie weit wir aufsteigen können, aber auch wie tief wir fallen können.